Oh, Marksmage, alright. Ah, Marksmage haben wir schon, ne? Naja, wurscht. Bau doch einfach einen Knopf für Pizza bestellen und Popcorn in die App. Hast recht, ey. Wieso haben wir das nicht, Mann? So. Machst du Kraftsport? Ich mache seit Anfang des Jahres Sascha Huber Workouts. Also, ja, so. Also, ist das Kraftsport? Ja, schon irgendwie, aber auch nicht so richtig. Würde ich, also, weiß ich nicht. Du siehst so breit aus. Alter, danke. Aber so breit bin ich noch nicht. Ende des Jahres kommt das. Gekauft. Nein, nein, der ist nicht gekauft. Wirklich nicht. Wirklich nicht, Chat. Das ist wirklich kein Gekaufter. Der hat das freiwillig geschrieben. Okay. Siehst du da eine große Veränderung? Safe, ja. Ja, ja. Calisthenics, ja, also sind schon Übungen, sind alles Übungen nur mit dem eigenen Körpergewicht. Das sind halt die Sascha Huber Workouts, ne? Ohne Geräte. Oh, die Trap ist böse da. Oh, schönes Ding. Okay. So, wisst ihr, was wirklich witzig wäre? Wenn wir jetzt in diesem Turnier, wo sich Echo und Meister Joghurt für uns reingespielt haben, Kenga und Autofill den ersten Platz machen. Also dann haben wir, glaube ich... Aber warte mal, warte mal. Na, noch eine andere Theorie. Noch eine andere, bessere Theorie. Und zwar... mega witzig. Nee, was noch viel besser ist, ist, dass wenn wir jetzt den ersten Platz machen, dass ich dann mit Kenga und Echo im Finale, in das ich mit Specky nicht reingekommen wäre, den ersten Platz gemacht habe. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass es an einem von zweien lag und der Name ist nicht Autofill. Hm? Mehr sage ich dazu nicht. Oh lol, da einfach in die Trap reingeworfen. Hoppala. My bad, Kenga. Nehme ich auf mich. Oh, Inner Wedding Locket? Ja, ja, ja. Oder Everfrost. Wir können auch Everfrost nehmen. Aber Inner Wedding Locket ist, glaube ich, einfach zu stark. So. Castrage, das ist aber ganz schön frech. Okay. Oh Mann. Leute, das Tool, was wir da jetzt, was wir jetzt haben für dieses Turnier veranstalten, das ist halt übel geil, ne? Muss ich echt sagen. Also da können wir gerne am Ende auch nochmal einen Blick drauf werfen. Dann könnt ihr einfach nochmal alles sagen, was ihr denkt, was cool wäre, was man dabei haben könnte, was man einfach mal in Zukunft vielleicht oder vielleicht auch nicht anbringen kann, ne?
Oh, wichtig. Etchy Betchy! Ja. Junge, was bin ich für ein ekliger Shaco-Spieler? Geil, ey. Geil. So, Blackfire Torch direkt hinterher für den maximalen Burn. Archmage Poggers. Okay, wir müssen gegen die gewinnen. Oh, Flash Eater auf Jace ist böse. Ist böse. Oh, die Q hat 200 Ability Haste und Heals können critten. Das sind auch widerwärtige Wesen da. Master Yumi, wirklich. Das ist so räudig. Das macht mich so sauer. Bleh. Specki. Jetzt übertreiben sie das hier mal nicht. Schönes Ding, geil! Hey, weißer Joghurt, hallo, tun Sie das? Das machen Sie ja jetzt nicht so. Ich habe noch ein paar Hanuta-Riegel bei mir zu Hause. Wenn du möchtest, kann ich dir die schicken. Sogar Hanuta-Riegel Kokos. So, als Wiedergutmachung. Die sind auch noch nicht benutzt. Ne? Hm. Oh, 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 was machen wir? Was machen wir, Chat? Na, Gamba Anvil machen wir nicht, ne? Druid Gauntlet. Ja, we go for it. Draw your sword of Caitlyn. Wäre schon Baba eigentlich, das mal auszuprobieren. Haben wir jetzt einen. Ach nee, warte mal. Ja, genau. You are now melee. Oh mein Gott. 35% Attack Damage kriegst du dazu. Okay. Ich bin gespannt. Gegen Master Yi ist gut. Aber damit kann man, glaube ich, schon krasse Crits raushauen. Na, mit 35% mehr Attack Damage. Kenga, ist es auf den Traps, dass du da mehr Range hast, oder sind die Traps auch Melees? Weißt du das? Da hat wer Chauffeur genommen. Oh, Mann. Geil. Kriegen wir Prismatic voll? Kriegen wir. Komm, Attacke. Oh, Detonation Orb. Let's go.
Bei der Trap hast du doppelte Range. Ja, aber wie ist das? Also, aber er hat jetzt halt ein Augment, dass er Melee-Champ ist. Jetzt halt die Frage, wie hoch die Range dann ist. Aber das werden wir noch herausfinden. Boah. Der Sign hat Steal Your Heart Quest. Ist das geil, du. Ja, es sah so aus, als ob er auf den Dingsens Range hat. Ich glaube, gegen die haben wir aber gar keine Chance. Also gegen die wäre halt eine Range Caitlyn sehr gut, ne? Also gegen Anivia sein wäre eine Caitlyn mit Range schon ganz schön geil. Oh Mann. Naja, steck's nicht drin in der Haut, ne? Steck's nicht drin in der Haut. Aber gegen den Volibear könnte es gut sein. Gegen den Volibear könnte es gut sein. Ich würde behaupten, gegen Champs, gegen die man auf Range spielen kann, ist es schlecht. Aber gegen Champs, die sowieso Melee an einen rankommen, ist das halt gut. So würde ich das. Haben wir Anti-Heal? Junge, die Caitlyn knallt ordentlich rein, du. Alter, wie viel Damage. Wie viel Damage. Crazy. Crazy. Oh, Skilled Sniper hitting an enemy with a non-ultimate ability. Warte mal. Okay, wir testen das einfach mal aus. Was passiert, wenn ich meine Box hier hinlege und dann außerhalb der Range bin? Was passiert dann? Also, wisst ihr? Was passiert dann? Kriege ich dann Reset auf der Box? Das wäre insane. Blackfire Torch löst es auch aus. Okay, dann ist sowieso nice. Weil dann kann ich ja einfach... Oh, scheiße. Yep, hat's ausgelöst, die Dings sind da hinten. Oh mein... Was ist denn da passiert? Ja, irgendwie ist meine Caitlyn einfach geone-shottet worden von dem Rammus. Kann das sein? Oh, Darksteel Talons auf Rammus sieht ziemlich insane aus, ja.
Okay, also es gibt, glaube ich, bestimmte Duos, gegen die können wir einfach nicht gewinnen. Und ich glaube, das sind Anivia und Cyan und Ramos und Swain. Aber gegen den Rest können wir gewinnen. Und wenn wir das schaffen, dann ist es schon, reicht es schon aus. Nicht per Volibear. Nein, nicht per Volibear. RIP. Ei, bekommt man eigentlich noch ein, mit deinem Code Prozente bei Mr. Spex? Die Zeit ist ganz, 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 ganz lange vorbei. Camper Eddie. Ein Lord Dominix, mein Lord. Was? Okay. Ich bin ehrlich, da wird keine leichte Runde. Ja, let's go, schönes Ding. Puh. Close. Oh, insane. Ja, aber jetzt spielen wir leider gegen die wir nicht mehr gewinnen können. Gegen den Ramos und Swain ist glaube ich unmöglich einfach. Ich weiß nicht, wie wir das packen sollen. Ja, das ist sehr lieb von dir, Eddie. Aber leider nicht, du. Ja, Rolli ihres Vertrauens habe ich auch schon überlegt. Wenn ich den Gegner E und dann weg Q, dann hittet das auf einer höheren Range und dann habe ich meine E wieder. Aber... Hm. Na, ich werde mir gleich Ride of Ruin kaufen. In der Hoffnung, dass ich mit den Schilden dann vielleicht auch noch ein bisschen meine Caitlyn schützen kann. Aber ich meine, die haben Ramos gegen eine Melee Caitlyn. Das ist schon eine absolute Tragödie. Für uns. Ich meine, schau euch mal den Ramos an, wie viel Damage der macht. Das ist crazy. Alter. Und Anivia ist halt insane gegen einen, gegen Melee-Champs, ne? Okay, aber wenn wir jetzt gegen Swain und Ramos spielen und gewinnen, wie viele Rolls habe ich noch? Sieht man das? Ah, scheiße. Nur ein. Naja. Aber dafür kann ich mir 3 Potions kaufen. Ach, Frick. Wir haben 50% Crit. Ja, Caitlyn muss halt irgendwie aufpassen, dass sie nicht von dem Ramos getötet wird. Ich glaube, ich packe den Klon von mir auf sie rauf, dass wenn Ramos engaged, dass er dann gefeiert wird. Aber die Map ist leider auch FF für uns, ne? Ja, unsere Caitlyn hat Melee-Augment. Okay.
Oh, der Ramos, ey. Oh. Okay. Boah, wenn wir es schaffen würden gegen die, ne? Aber... Ja, wir gehen für Flashy. Oh, haben wir uns die Augments... Wurden die Augments gecheckt von Bingo Bear? Flashy, Skilled Sniper, Jeweled Gauntlet, Marksmage. Hast du das auf dem Schirm? Ich hab's gar nicht auf dem Schirm. Flashy, Jeweled Gauntlet, Skilled Sniper, Marksmage. Oh, natürlich Legende. Nee, leider keine Chance. Leider keine Chance. Gegen die ist einfach unwinnable, ey. Gegen die ist einfach unwinnable. Okay.